Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind in Folge Nummer 4 von Oxygen Not Included. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, was machen wir diese Runde? Das ist die Frage, ne? Wir haben letztes Mal den Stinky eine Stufe höher gemacht. Der war auf dem Weg ins Bett, oder? War das nicht so? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Wir wollen schauen, dass wir das Wasser hier nach da unten weiterkriegen. Wir müssen gucken, dass wir... was müssen wir noch gucken? Den Strom haben wir schon im Griff. Sauerstoff kommt. Wir müssen hier mal gucken, dass wir weitergraben. Jo, ein bisschen aufräumen können wir auf jeden Fall noch machen. Ne? Jetzt gucken wir mal, wie wir da weiter vorankommen. Und Essen ist dann irgendwie langsam Pflicht, dass wir da mal gucken, dass wir Essensproduktion anstoßen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los nach dem Intro, ne? So, da sind wir drinnen. Starten wir die Runde. Und wo ist denn Stinky? Ach, Stinky läuft da unten rum. Er wischt jetzt gerade. Okay, dann machen wir das mit dem Wasser da schon mal. Die anderen beiden sind am Schlafen. War er eine Nachteule? Ich glaube, er war eine Nachteule, ne? Zeitplan? Ja, Stinky war eine Nachteule. Gut, dann müssen wir das machen, dass er da aufräumt. Das ist aber alles gut und wir kümmern uns ums Essen. Das wäre wichtig. Hier unten haben wir schon mal das rausmachen. Wir kriegen Sauerstoff da. Jetzt müssen wir gucken, wo wir das Essen herkriegen. Hier haben wir doch die Sense schon angesetzt. Ne? Die Sichel, nicht die Sense. Ja, aber das ist zu wenig. Wir brauchen jetzt unbedingt die Kübel für Essen. Haben wir die schon? Nahrung ist da. Ja, die haben wir schon. So, Kübel würde bedeuten, müssen wir hier so lang machen, oder? Wo wollen wir das lang machen? Guck mal gerade nach Temperatur. Das ist vielleicht ganz wichtig. Da darf es ja nicht zu warm sein. Tendenziell sieht es so aus, als ob es besser nach oben hin wäre. Sauerstoff? Nee, wir machen das hier. Hier machen wir unsere Pflanzen hin, denke ich mal. Vielleicht machen wir es sogar hier, wo wir gerade das Wasser machen, oder? Nee, graben nicht. Wir brauchen Boden. Boden soll hier lang dann. Ja. Die Pumpe ist jetzt da zwar im Weg, ist aber auch halb so wild. Mach das mal weg. Und das können wir auch mal wegmachen, dann läuft das Wasser noch mehr darunter, oder? Würde Sinn machen, würde ich sagen. So, die Pumpe ist im Wasser. Vielleicht graben wir hier die zwei Sachen auch noch weg, dann ist das Wasser nicht ganz so hoch, oder? Allerdings bedeutet das gleichzeitig, dass wir da unten nicht mehr hinkommen. Also... hier verlängern. Gut, wer macht was? Stinky geht forschen. Das ist auch gut. Forschung ist auch wichtig. Und die anderen beiden, einer isst und Ellie macht Arbeit, oder? Geht arbeiten. Ja, sehr schön. Okay, da wird ordentlich abgebaut. Das bedeutet, können wir da auch schon abbauen. Jetzt, ja, ist ja auf die Leiter gegangen. Ich dachte, sie fällt jetzt runter. Gut, das weg und dann geht es schon voran mit dem Wasser, ne? Genau. So, da wird schon gebaut. Sehr gut. Ah ne, da wurde das weggemacht. Okay, sie hat einen Stufenaufstieg gekriegt. Fertigkeiten. Ellie ist besser geworden und dann werden wir definitiv das Graben favorisieren, weil Ellie mag das ja. Gut, weiter geht's. Sie hat nasse Füße, was nicht so toll ist. Da müssen wir uns drum kümmern jetzt. Geht das mit dem Aufwischen da schon oder ist das zu hoch? Nö, geht. Das ist ja Stinky seine Aufgabe eigentlich, wischen, ne? Der schläft gerade. Ach, und Rennen ist am Forschen in der Zeit. Hm. Ach so, warte, da habe ich was vergessen. Da muss noch eine Kappe aufgesetzt werden oder sowas. Dann ist das ja für die beiden besser, ne? Stinky kriegt hier den... die verbesserten Tragwege und Ellie kriegt den schweren Rabenhut. Hier, das kann ja nicht lange dauern, bis das auch klappt. Haben wir ausgewählt? Ne, jetzt haben wir ausgewählt. Ja, noch 50 Punkte, 58 Punkte. Gut. Ist er jetzt extra aufgestanden, um den Kappe aufzusetzen? Tatsächlich. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, ne? Kriegen wir schon hin. Ellie macht jetzt Wischen oder macht Ellie erst Bergarbeit? Bergarbeit ist wichtiger, ne? Ja. Okay, das kriegen wir auch hin. Ja, die Pumpe ist nun mal da jetzt, ne? Ja, lassen wir so. Wenn das Wasser tiefer ist, können wir die Pumpe auch einen tiefer setzen. Dann können wir da den Boden auch machen erstmal. Man kann am Anfang nicht alles haben. Ich will immer alles haben, das ist so, ne? So, da können wir auf jeden Fall jetzt schon ein paar Kübel setzen. Naja, das ist bei Nahrung, ne? Und nirgendwo anders.
So, da haben wir schon mal 6 Kübel erstmal, das ist schon mal was. Mal gucken, was zuerst kommt. Der Boden oder die Kübel? Schmutzwurzel geholt zum Essen. Alles klar. Und da ist jetzt Rennen auch dran, ne, zum besser werden. Erst hier. Und dann... Ja, ist nur Herzchen da, also gibt's die Herzchen auch da. Unser Koch ist es dann halt. Kappe auf und los geht's, oder? Geht da hin? Ja. Ja, die Wurzel da tatsächlich nur reingetan. Mhm, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber ist auch gut. Stinky forscht wieder, das ist richtig. Wo ist Ellie? Ellie war gerade da am Einlagern oder was? Oder hier gebaut. Müssen wir mal gucken, ne? Biodrucker brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. So. Das Wasser ist auch schon weg. Das ist sehr gut. Dann fangen wir da auch noch an, den Boden zu bearbeiten. Dann kriegen wir das auch hin. Da muss noch das Graben gemacht werden hier, weil jetzt auch kein Wasser mehr da ist. Passt das schon. Rennen. Arbeitet jetzt als Bauarbeiter, obwohl wir Ellie dafür haben, ne? Naja, ist halt so. Ellie kann da schon eine ganze Ecke schneller, ne? Wie wir gerade gesehen haben. Rennen macht jetzt auch Strom, das ist auch besser für ihn. Forschung 50% ungefähr, ne? Ja, sieht doch erstmal ganz gut aus, oder? So, aufräumen können wir jetzt auch mal machen. Hier zum Beispiel. Ach, haben wir sogar schon. Hier ist ja schon aufgeräumt, ne? Dann machen wir hier noch auf der Toilette auf jeden Fall aufräumen. Und hier drüben natürlich auch. Das sind wichtige Bereiche, die wir erstmal haben müssen, dass die sauber sind. Ist auf 5, ne? Ja. Und da wird auch schon aufgeräumt. Aber das wird hier hingebracht. Und da wird abgebaut. Okay, das Wasser fällt runter und das Essen auch. War jetzt nicht so die tolle Idee. Aber alles ist gut, würde ich sagen. Oh, wer hat das denn hier gebaut? Das geht ja gar nicht, ne? Ne, zerlegen, nicht Abbruch. Aber da können wir auch gleich eine Leiter hinbauen, ne? Oder wie ist das? Hier ist was falsch gelaufen gerade eben. Wieso ging jetzt die Leiter da nicht hin? Habe ich zu früh geklickt? Okay, da wird die Toilette gemacht, wegen dem Ausguss, ne? Und dann machen wir da die Richtung nach rechts. Passt soweit. Da gibt's was Neues. Gucken wir mal gleich rein. Duplikanten. Ja, einer mehr wäre schon nicht schlecht, ne? Wissenschaft gesenkt. Okay, da könnten wir mit leben. Schläft regelmäßig ein, finde ich nicht so gut. Kann Doktorfähigkeit, ne, das heißt Kochkunst und Medizin, aber das wäre jetzt... Ah, Deko ist aber hier erhöht. Ja, ich glaube, wir nehmen Lindsay. Kochkunst 3, das würde bedeuten... Wir haben 2 Küche, aber sie kann ja auch Medizin machen. Das heißt, wir bauen als erstes ein Bett. Und dann müssen wir auch definitiv gucken. Die Prio setzen wir mal gerade fürs Bett auf 9, damit das auch klappt. Wir müssen definitiv den Zeitplan gucken. Ellie ist jetzt schon da unten. Ah, Lindsay ist dann da oben. Oh, das ist ja alles okay. Also wir haben ja 2 Toiletten. Dann passt das erst, oder? Ja, lassen wir mal so, oder? Sieht gut aus. Gut, hier wird weitergebastelt, beziehungsweise da wird gerade geliefert. Das Bett wird gemacht, alle können schlafen, das ist auch gut. Oh, ist jemand aufgestiegen? Achso, das ist wieder ein Neuankömmling, der kriegt ja immer einen automatischen Punkt dazu. Und da haben wir jetzt auch Grillen, ne? Aber medizinische, das ist Doktortätigkeit. Ja, ich mache jetzt einfach den Arzt da mal hin, ne? Damit wir da schon mal die Richtung haben. Auch wenn wir nichts damit machen können, aber ich finde das schon okay so. Macht jetzt nicht den absoluten Sinn, schon Doktorfähigkeiten auszuwählen. Wir hätten vielleicht Tragfähigkeit nehmen sollen. Aber jetzt ist zu spät. Schmutzwurzel aufgenommen, auch gut. Passt das da noch mit rüberklettern? Ich glaube nicht, ne?
Dann machen wir da noch einen mehr hin. Gut. Hier ist schon fertig. Ja, das Wasser wird natürlich da schlecht weggepumpt, ne? Hm. So, das Waschbecken ist fertig, oder? Kann man da jetzt schon hingehen? Nein, kann man nicht, weil das hier noch fehlt. Okay, das muss noch fertig werden. Forschung ist gleich durch, das ist gut. Da oben wird gegessen. So, die Kübel müssen hier fertig werden. Irgendwo wird das Essen sonst knapp, ne? Hier hat schon einer irgendwie ein Essenszeichen für Hunger. Aber Essen ist ja noch was da hier in der Kiste. So, Forschung ist abgeschlossen. Ja, lass uns erst die Forschung gerade auswählen. Was hatten wir hier oben wahrscheinlich, oder? Ja. Wir haben jetzt einen Kantinentisch und diese Beete. Und tendenziell neige ich schon dazu, hier hinzugehen als erstes, ne? Damit wir hier den Acker kriegen. Die Batterien sind natürlich auch nicht schlecht. Mal nochmal durchchecken. Ich glaube, die anderen Sachen sind jetzt noch nicht so von Bedeutung erstmal. Lass uns den Acker hier machen, oder? Der Kühlschrank wäre schon fürs Essen auch ganz nett. So, Tische. Also hier haben wir jetzt den Acker schon gekriegt, den Elektrogrill und den Eierbrecher. Das ist schon mal gut. Und hier haben wir jetzt den Essenstisch bekommen. Gegessen wir zurzeit da. Wollten wir hier jetzt Essen machen noch? Dann würde ich erst den Kühlschrank stellen. Machen wir mal einen mehr. Da wird auch schon geforscht. Geht, oder? Irgendwo ist ein Hatchling und ein Hatch. Der speit ja uns vielleicht wahrscheinlich Kohle. Da ist er. Ja, den muss man da eigentlich gucken, dass wir das hinkriegen, dass wir den auch domestizieren, damit wir die Kohle dann auch gezielt bekommen, ne? Gut, da wird wieder produziert an Strom. Ja. Es wird gerade mit 3 Mann geschlafen, das ist auch gut. Das Lichtlein hätte natürlich besser da unten sein müssen und nicht hier oben, ne? Naja, ist halt so. Er macht erstmal den Strom und dann geht er forschen, der Stinky. Denke ich mal, ne? Kriegen wir schon hin. Forschungsstation fehlt. Ah, wir haben eine Forschung ausgewählt, die verkehrte ist. Dann machen wir die Batterien erst. Tolle Idee gewesen, ne? Aber die andere Forschung kann man ja auch erst vorweg machen. So, Forschungsstation ist ja nur die einfache, oder? Ja, da müssen wir erst noch dran arbeiten, dann sowieso. Medizin, ja, das ist jetzt nicht so. Aber den Kompost, haben wir schon Kompost? Nee, ich glaube, wir haben noch gar keinen Kompost, ne? Den sollten wir vielleicht hierhin machen. Ja, den mache ich jetzt mal dahin. Und jetzt sollten wir das mal hier alles ausgraben. Und darunter können wir noch das machen. Dann veredeln wir hier unsere Abfälle. Gut. Ist der oder was macht der? Ja, er ist. Hier wird schon gebaut. Ellie ist kräftig dabei. Entwurzeln. Ja, essen müssen wir jetzt mal langsam in Quark kommen, ne? Und dann sollten wir vielleicht die Prio mal hier auf 7 setzen. Hierfür. Dass die Farm fertig wird. Okay, da wird ordentlich abgebaut. Kohle gab es da gerade. Das ist ein Kohleflöz hier. Ja. Sehr gut. Okay. Was fehlt denn hier?
Wasser fehlte. Ach, die können nicht pumpen, während das da drunter ist, oder was? Das wäre aber doof, ne? Mhm. Hier geht schon voran. Einstellung übertragen. Kriegen wir die anderen Kübel auch gerade fertig, dann kann ich das schneller übertragen. Sehr gut. Und die letzten beiden noch. Dann wird das Mehlholz auch fertig, ne? Und fertig. Und fertig. Sehr gut. 6 Stück. Ist schon mal nicht schlecht, oder? Wir bauen jetzt hier noch die beiden Dinger hier runter noch. Und dann gibt es da auch eine Tür. Die war auch da. Gut. Hier fehlt die Tür auch. Die sollen wir vielleicht auch mal bauen. Da unten gibt es wenig Sauerstoff. Wie sieht es denn überhaupt aus mit Sauerstoff? Oh, eigentlich ganz gut, ne? Bis hier. Da geht es halt noch nicht so gut. Okay, der erste Samen wurde gepflanzt. Stinky ist müde. Dann sollte er schlafen gehen, oder? Oder ist er gerade aufgewacht? Er ist gerade aufgemacht. Hat ja Frühsport gemacht, ne? Gut. Er geht auch wieder forschen, der Stinky. Rennen hat hier was gemacht. Da fehlen jetzt noch 3 Pflanzen. Die haben wir vielleicht gar nicht, die Samen. Hier wurde tatsächlich schon gebohrt. Ich ziehe das einfach mal hier tiefer. Vielleicht reicht es ja, dass die Pumpe dann auch gleich zum Wasserholen fertig ist, oder? Fehlt hier auch? Ne, kein Samen verfügbar. Okay. Okay. Da wird die Leiter dahin gebaut. Hm. Wenn Ellie da runter weg ist, die braucht gleich Sauerstoff. Lindsay war gerade kalt, das ist nicht gut. So, und dann machen wir hier noch einen Boden hin. Und dann sollte das auf jeden Fall möglich sein, darüber zu gehen, um Wasser zu holen, oder? Lindsay kriegt die Leiter schon hin. Aha, der Boden wird auch gemacht. Okay, jetzt ist die Frage, ob sie schon Wasser holen können oder nicht. Ja, das ist gut. Jetzt kriegen wir Wasser, das heißt, alles, was Wasser braucht, funktioniert gleich. Ist jetzt spannend, ne? Essen geht auch. Ich denke, wir sollten hier noch eine Leiter irgendwie runter machen auf der Seite. Ja, hier müssen wir irgendwie einen Hauptschacht machen, ne? So, für Kabelführung auch und so, ne? Gut. Was holen wir da jetzt? Kupfererz, okay. Hier geht's auch weiter. Da wird der Boden gemacht, sehr gut. Wasser ist drin in dem Waschbecken, auch gut. Da oben wurde Erde geliefert. Ja, ich denke mal, in der Folge soll es eigentlich schon wieder reichen. Hier wird das Essen fertig gemacht. Wir kümmern uns um die Farm weiter. Da sollten wir noch weiter ausbauen. Und ja, Forschung. Zweiten Computer müssen wir noch an den Start kriegen. Der kommt vielleicht dann dahin. Der Kühlschrank müssen wir hier noch bauen fürs Essen. Das machen wir alles in der nächsten Folge, ne? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.